Im heutigen Video klären wir einmal, warum du momentan mehr zahlen musst, wenn du deine Gems bei Vivi auflädst. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall an, wie viele neue User wirklich durch die Comic-Con in New York jetzt wirklich dazu gekommen sind. Und wir schauen uns auf jeden Fall auch den letzten Drop an zur Comic-Con. Das und mehr jetzt auf jeden Fall in diesem Video. Willkommen zurück, ich bin's, dein Captain, dein VVOG. Heute mit auf jeden Fall den wichtigsten News, die du auf jeden Fall wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern starten direkt schnell mit dem ersten Thema rein. Und das nächste Thema betrifft erstmal den heutigen Tag, nämlich der letzte Drop von der Comic-Con in New York, den wir heute sehen werden. Und das Ganze ist natürlich an dieser Stelle Mysterio. Ich habe das Ganze schon mal in meinen letzten Videos vorgestellt. Hier Master of Illusion sehen wir hier als Rare Edition. Insgesamt ist es eine Blindbox, das heißt, wir sehen insgesamt zwei Collectibles. Wie gesagt, hier einmal die Rare insgesamt mit einer Editionzahl von 3000 Stück nur und einem Listenpreis von 50 Gems pro Blindbox. Der ganze Drop wird heute unter anderem um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden und es ist die First Appearance von Mysterio. Meiner Meinung nach ist das Collectible sehr, sehr gut gelungen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann auch aussehen wird, wenn man das in Augmented Reality ausprobieren kann. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir hier vielleicht sogar das ganze Collectible nicht ausverkauft sehen. Einfach weil momentan tatsächlich einfach alles nicht ausverkauft ist, so wie zum Beispiel auch Daredevil, der eine ähnliche Editionzahl hat wie auch Mysterio. Als zweites sehen wir dann hier einmal Mysterio als Ultra Rare mit tatsächlich sogar auch einer kleinen Animation hier von diesen, wie soll man sagen, Dämpfen oder was da halt einfach um ihn rumfliegt. Das Ganze ist nämlich ein bisschen animiert. Insgesamt wird das Ganze hier 2000 Editions haben, auch natürlich eine Ultra sein, wie schon erwähnt, und es wird auch eine First Appearance sein. Es ist ein relativ interessanter Charakter auf jeden Fall im MCU. Meiner persönlichen Meinung nach ist das jetzt nichts, was ich sammeln würde, aber wir sprechen hier immer noch von der First Appearance von Mysterio, also an dieser Stelle tatsächlich nicht ganz uninteressant und auch mit der Edition-Auflage von nur 5000 Stück ist das schon ziemlich gering. Also hier auch wie Daredevil auf jeden Fall ein weiterer Charakter, der super interessant ist für die Zukunft. Vivi war ja auf der Comic-Con oder beziehungsweise ist auf der Comic-Con ja in der Marvel-Booth vertreten und Marvel hat ordentlich Werbung auf jeden Fall gemacht, sei es auf Twitter, auf Instagram oder auch zum Beispiel auf der Comic-Con selbst für Vivi, was ich persönlich sehr, sehr gut finde und auf jeden Fall zeigt, dass sie auf jeden Fall hier auch in Vivi, dass sie auf jeden Fall Vivi hier auch in irgendeiner Weise ein bisschen pushen wollen, weil sie einfach merken, dass durch den Bärenmarkt doch einige User verloren gehen. Und hier gab es zum Beispiel auch einige Livestreams, wo dann zum Beispiel auch David Yu auf der Bühne waren und dort zum Beispiel dann Giveaways gemacht haben. Aber hier zum Beispiel auch ein Interview gab es auch am ersten Tag mit Rescaler und man muss sich das Ganze einfach mal anschauen. Wir sprechen hier halt von einem Kanal, der insgesamt 20 Millionen Follower hat und das ganze Video hat jetzt schon hier, beziehungsweise der ganze Livestream, hat insgesamt schon über 100.000 Aufrufe und ich denke mal in Zukunft wird das hier auch noch deutlich mehr werden. Es gab viele Hater-Kommentare, sei es auf Instagram oder auch irgendwie unter YouTube, wo viele Leute dann geschrieben haben, NFTs sind Scam und so weiter und so fort. Diese Kommentare werden wir wahrscheinlich aber noch öfter zu hören bekommen, bis auch diese Leute es endlich kapiert haben, was es eigentlich mit NFTs auf sich hat. Nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall aber einen Anstieg von den Leuten gesehen. Wir können uns das Ganze einfach mal anschauen hier, nämlich bei dem VVX-Tracker von der guten Kelly aka VVFox. Und hier sieht man einen sehr, sehr schönen Anstieg. Insgesamt haben wir hier nämlich an einem Tag, am 7.10. 642 aktive neue Wallets gesehen, was an dieser Stelle schon relativ viel ist. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, 600 Leute mehr so ungefähr oder 642 Leute an einem Tag mehr, das ist ja nicht wirklich viel. Ja, das stimmt auch, es ist nicht gerade viel, aber es ist auf jeden Fall immerhin etwas, was hier auf jeden Fall dazugekommen ist, die auf jeden Fall, beziehungsweise die Leute, die überhaupt auf Vivi aufmerksam gemacht worden sind. Und ich denke, es ist auf jeden Fall auch gar nicht schlecht, einfach wirklich den Leuten zu zeigen, erstmal im Großen und Ganzen, wir arbeiten mit Vivi zusammen, dass einfach dieser Name schon mal in irgendeiner Weise bekannt wird, denn dann kann man darauf in Zukunft auf jeden Fall deutlich besser aufbauen. Insgesamt, ja, sieht man auf jeden Fall hier überall am 7. einen kleinen Peak, was das Ganze angeht, unbedingt hier beim Handelsvolumen, obwohl doch hier auch ein kleiner Peak, aber es ist jetzt wirklich nicht bedeutend, muss man einfach mal so ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz sieht man auf jeden Fall, dass es doch etwas bewirkt hat, dass Marvel Vivi hier in dieser Weise doch so gepusht hat. Wenn dir das Video außerdem bis zu diesem Punkt gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr
über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen und schreibe auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, wie dir das Video bis zu diesem Zeitpunkt gefallen hat. Anschließend kommen wir zu einem möglichen nächsten Drop. Und zwar wird es nämlich die CryptoKins Series 2 geben. Und warum sollten wir das dann tatsächlich auch nicht auf Vivi sehen? Ich gehe deswegen davon aus, dass wir tatsächlich in naher Zukunft hier auch die nächste Series von CryptoKins sehen werden. Wann und wie, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Aber wenn du das auf jeden Fall nicht verpassen möchtest mit der Ankündigung, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Dann halte ich dich auf jeden Fall auf den Laufenden, falls es dort irgendwelche Drop-Ankündigungen geben sollte. Jeder, der in den letzten Tagen Gems aufgeladen hat, ja, der wird bemerkt haben, jedenfalls bei Apple, dass es plötzlich mehr gekostet hat. Wie zum Beispiel hier bei mir, ich wollte mir gestern Gems aufladen, sei es zum Beispiel Nummer 5 Gems und plötzlich steht hier unten 5,99 €. Und das Ganze hat einen ganz simplen Grund, denn weil Apple hat nämlich dem App Store bzw. den Leuten dort erlaubt, dass man sozusagen an dieser Stelle auch NFT-Apps oder Spiele in den App Store bringen darf. Aber unter einer ganz wichtigen Regel, und zwar nämlich, dass sie 30% Provision verlangen von dem Unternehmen. Und das ist natürlich schon enorm viel. Wir wissen ja schon, dass wir es bei Vivi sowieso haben, aber ich gehe davon aus, dass es tatsächlich jetzt auch hier für uns eine große Folge hat, dass wir einfach mehr zahlen müssen, um dann wirklich auch die Anzahl an Gems zu bekommen, die wir bekommen wollen. Ein ganz einfacher Tipp, wie ihr das Ganze umgehen könnt und wie ihr da draußen auf jeden Fall Geld sparen könnt und zweitens auch noch Vivi etwas Gutes tun könnt, ist wirklich über die Web-App einzucashen. Jeder, der eine Kreditkarte hat, für den ist das an dieser Stelle wahrscheinlich auch sehr viel leichter. Und wie gesagt, es hat an dieser Stelle wirklich auch nur Vorteile für die App. Und wir wollen ja alle, dass die App, wie auch das ganze Unternehmen dahinter, wächst und auf jeden Fall auch so gut profitiert wie möglich und nicht noch irgendwelche Abgaben an eine Apple geben muss, was sie dann zum Beispiel dann wieder nicht haben, zum Beispiel für weitere Projekte, die sie dann finanzieren müssen. Also an dieser Stelle auf jeden Fall ein Aufruf an dich auf jeden Fall da draußen, falls du eine Kreditkarte hast, kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, mach's über die Web-App, denn so sparst du auf jeden Fall auch Geld an den Fees, die du dann theoretisch an Apple bezahlen müsstest. Denn ja, ich glaube, niemand bezahlt gerne einfach Geld für ungefähr nichts. Und ansonsten war es das tatsächlich jetzt auch schon wieder mit diesen ganz kurzen Infos und News von heute. Und wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir da draußen natürlich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.